begrüße dich ganz herzlich jetzt zu der Yogastunde. Schön, dass du dir für dich und deine Yoga-Praxis Zeit genommen hast. Der Schwerpunkt der jetzigen Stunde sind die Stehhaltungen. Die Stehhaltungen, die dich erden und in deine Mitte bringen, die deine Beinmuskulatur stärken und den Rumpf, und die Stehhaltungen, die dann in der Grätsche sind oder im weiten Ausfallschritt, sind auch gut als Hüftöffner. Die Hüfte, den Bereich, in dem wir oft unsere Emotionen packen, werden geöffnet. Und somit ist hier ganz viel Platz, um das rauszulassen, was gerne raus mag. Wir gehen auch in die Drei-Stufen-Atmung, die volle Yoga-Atmung, die beruhigende Wirkung auf dich hat. Richte dich jetzt kreuzbeinig ein. Schau, dass deine Knie nicht höher wie die Hüfte sind. Ansonsten setz dich gegebenenfalls auf einen Block. Oder wenn du keinen Block zur Hand hast, dann falte deine Matte oder nimm dir ein dickes Buch oder ein Kissen unter dein Gesäß. Richte dich so ein, dass die Knie, wie gesagt, nicht höher wie die Hüfte sind. Die Hände bringen Chin Mudra, Zeigefinger und Daumen treffen sich. Entscheide selbst, ob du die Handrücken auf den Knien ablegen magst, um so geöffnet zu sein für das, was kommt, oder ob du die Handflächen auf die Knie drehen magst, um mehr bei dir zu sein. Richte jetzt einatmend deine Wirbelsäule auf und ausatmend schließ die Augen und nimm die Schultern mit nach unten. Einatmend, komm in die Länge und ausatmend, sink ganz tief und spüre, wie sich deine Sitzbeinhöcker mit der Unterlage verwurzeln. Einatmend, mach dich lang, ausatmend, sink ganz tief. Und dann nimm dir einen Moment Zeit, um dort, wo du jetzt für deine Yoga-Praxis bist, anzukommen. Um ganz bei dir anzukommen. Und im Hier und Jetzt anzukommen. Richte dich einatmend, noch einmal auf und ausatmend, sink ganz tief. Spür jetzt einen Moment in dein körperliches Befinden. Spür hinein, wie du dich jetzt fühlst. Bewerte und urteile über dieses Gefühl nicht. Nimm es einfach nur wahr. Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit in deinen mentalen Bereich, die Stelle zwischen deinen Augenbrauen, hinter deiner Stirn. Betrachte deine Gedanken. Verliere dich nicht in ihnen und urteile nicht über sie. Schau sie dir an und schick sie dann liebevoll weiter. Du brauchst sie jetzt nicht. Atme ganz bewusst ein und richte dich dabei noch einmal auf und ausatmend. Sink ganz tief. Atme jetzt einmal ganz bewusst durch die Nase ein. Lass die frische Atemluft in dich hineinfließen, an den Nasenflügeln vorbei, zur Kehle, in den Brustkorb, der sich einatmend hebt, in den Bauchraum, der sich einatmend hebt, füll dich so und stärk dich. Und ausatmend, lass all das Verbrauchte aus dir herausfließen. Noch einmal, atme ganz bewusst durch die Nase ein, füll dich mit Frische, mit Prana, der Lebensenergie. Und ausatmend gibst du alles Verbrauchte ab. Wenn du möchtest, leg für die Drei-Stufen-Atmung am Anfang deine Hände auf deinen Bauch, die Fingerspitzen treffen sich sanft, die Wirbelsäule ist aufgerichtet. Du atmest ganz bewusst in den Bauch hinein, der Bauchraum hebt sich. Der Bauchraum hebt sich so, dass die Fingerspitzen auseinandergehen, ausatmend senkt er sich. Atme ein, die Fingerspitzen gehen auseinander. Ausatmen, sinkt der Bauch nach innen. Einatmen, der Bauch wölbt sich. Ausatmen, senkt er sich. Noch einmal atmen in den Bauch. Die Fingerspitzen gehen auseinander. Ausatmen, senkt sich der Bauch. Bring jetzt die Hände zu deinen Rippenbögen. Auch hier treffen sich die Fingerspitzen wieder. Mit der nächsten Einatmung bring die Atemluft in diesen Bereich.
Atme hin, unter die Rippenbögen, die Finger gehen ein, atmet auseinander, ausatmend, treffen Sie sich wieder. Einatmend, atme unter die Rippenbögen, ausatmend, senkt sich der Brustkorb. Einatmend, hebt er sich und ausatmend, senkt er sich. Und noch ein letztes Mal, atmest du zu den Rippenbögen ein und aus. Bring jetzt deine Hände zu den Schlüsselbeinen, auch hier treffen sich die Fingerspitzen leicht. Und mit der nächsten Einatmung zieh die Atemluft hier nach oben. Die Fingerspitzen gehen auseinander, ausatmen, senkt sich der Brustkorb. Atme ein, bis zu deinen Lungenflügelspitzen nach oben, ausatmen, senkst du dich. Einatmen, noch einmal nach oben und ausatmen, absenken. Gut, wir gehen jetzt in die komplette 3-Stufen-Atmung. Einatmend, hör die Atemluft, gedrittel dich, sag's an, und ausatmend, lass die Atemluft in einem Strom die Wirbelsäule entlang nach unten fließen, zieh sie dann gedanklich unter dir durch und starte wieder im Bauchbereich. Wenn du möchtest und brauchst, dann nimm die Hände mit und ansonsten lass die Hände auf den Knien ruhen. Du atmest jetzt noch einmal ganz bewusst durch die Nase ein und richtest dich auf. Singst ausatmend tief. Und dann beginn, einatmen, das erste Drittel Atemluft in den Bauchraum, das zweite Drittel zu den Rippenbögen, das letzte Drittel nach oben, ausatmen, in einem Luftstrom die Wirbelsäule entlang. Und wenn die neue Einatmung kommt, zieh den Strom unter dir durch und beginne, ein Drittel in den Bauch, das nächste Drittel zu den Rippenbögen, das letzte Drittel nach oben, ausatmen, in einem Atemzug. Noch einmal, einatmend in den Bauch, zu den Rippenbögen, nach oben zu den Schlüsselbeinen, ausatmend, in einem Strom. Und noch ein letztes Mal, atme in den Bauch, zu den Rippenbögen, nach oben, ausatmend, lass alles nach unten fließen. Und dann spür nach. Spür deinen Brustkorb hinein. Wie sich jetzt anfühlt nach der intensiven Atmung. Und dann öffne langsam deine Augen. Gut, zum Aufwärmen gehen wir in den Fersensitz. Du entscheidest auch hier, ob du vielleicht einen Block brauchst oder eine Erhöhung. Wenn du nicht gut auf den Fersen mit entweder aufgestellten Fußrücken oder abgelegten Fußrücken sitzen kannst, nimm dir eine Erhöhung unter dein Gesäß. Schau, dass du gut sitzt. Die Knie sollten auf jeden Fall geschlossen sein. Wenn du ein bisschen intensiver üben willst, kannst du die Fußrücken aufstellen, die Fußzehen und jederzeit ablegen. Dein Schambein geht zum Bauchnabel, aber dein Brustbein ist angehoben. Die Schultern voll nach hinten und unten, lass die Arme hängen. Dein Nacken ist lang, dein Blick gerade und roll jetzt die Schultern nach hinten. Und dann nach vorne. Gut, bleib in der Mitte. Atme dann ein und ausatmend. Geht der Blick über die rechte Schulter. Einatmen zur Mitte. Ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte. Und aus nach rechts. Einatmen zurück zur Mitte. Ausatmen nach links, einatmen zur Mitte, aus, noch einmal nach rechts, einatmen zur Mitte, aus, nach links und einatmen zurück zur Mitte. Kontrolliere deinen Sitz, wenn du nicht mehr auf aufgestellten Zehen sein magst, dann senk die Füße ab. Schambein bleibt zum Bauchnabel gerichtet, Brustbein ist angehoben. Mit der nächsten Einatmung gehen die Arme gestreckt über Kopf, die Schulter nach unten. Die Arme sind gestreckt bis in die Fingerspitzen, dein Nacken lang, dein Blick gerade. Einatmen, greifst du die Hände ineinander, du drehst die Handflächen nach oben, die kleinen Finger treffen sich, die Daumen treffen sich, die Schultern gehen nach unten. Die Arme sind gestreckt, lieber sind sie etwas weiter vorne.
Arme gestreckt, dein Blick ist gerade, dein Atem fließt, die Rippen mögen, zieh sie ran an den Körper. Atme ein und aus, atmen, senk die Arme ab. Gut, dann gehen wir noch in die Schultermandalas. Einatmend, gehen die Arme wieder gestreckt über Kopf, Schultern nach unten, Arme sind gestreckt bis in die Fingerspitzen. Einatmend, geht der rechte Arm nach hinten, der linke greift hinter den Rücken. Du versuchst die Hände zu greifen. Wenn es dir nicht gelingt, bring die Hände so nah zueinander, wie es dir möglich ist. Wenn es dir gelingt zu greifen, kannst du die Ellenbogen noch ein bisschen nach hinten bringen. Du bleibst aufgerichtet, fällst nicht ins Hohlkreuz, dein Brustbein ist angehoben, dein Nacken lang, dein Blick gerade. Atme ein, löse es achtsam auf, greif die Hände hinter deinem Rücken und zieh die Arme vom Körper weg, gestreckt, dein Kinn geht leicht zur Brust. Atme ein und löse es aus, atme auf. Mit der nächsten Einatmung geh die Arme wieder gestreckt über Kopf, Schulter nach unten, Arme sind gestreckt, Finger sind gestreckt. Du atmest ein und nimmst aus, atme den linken Arm nach hinten, der rechte greift hinter dem Rücken. Du versuchst auch hier wieder die Hände ineinander zu greifen, du gehst so weit, wie es dir möglich ist. Wenn du gut greifen kannst, bring die Ellenbogen noch ein bisschen nach hinten. Der Nacken ist lang, der Blick gerade, die Atmung fließt. Atme ein, ausatmen, löse es achtsam auf, greif die Hände wieder hinter deinen Rücken. Greif jetzt ungewohnt, das heißt, du rutschst mit den Händen, mit den Fingern einen Finger weiter und ziehst auch hier die Arme wieder weg vom Körper. Dein Kinn geht zur Brust. Atme ein und ausatmen, löse es auf. Schüttel gerne die Schultern einmal durch und komm in den Vierfüßlerstand. Deine Arme sind schulterbreit geöffnet. Deine Beine sind hüftbreit geöffnet. Schienbeine und Fußrücken sind abgelegt. Die Finger sind weit aufgespreizt. Wir gehen zum Aufwärmen noch in die Raupe. Du atmest ein und bringst ausatmen, dein Gesäß Richtung Fersen. Einatmen, komm nach vorne, lass die Ellenbogen nah am Körper, lass sie nicht nach außen ausweichen. Komm nach vorne und dann drück dich nach oben und ausatmen. Geht das Gesäß wieder zu den Fersen. Einatmen, komm nach vorne. Ausatmen, das Gesäß nach hinten. Einatmen, komm nach vorne, achte auf deine Ellenbogen. Ausatmen, noch einmal mit dem Gesäß nach hinten. Öffne dann die Knie, Matten breit. Schau, dass die Großzehen zueinander gehen. Dein Gesäß strebt Richtung Fersen. Die Arme wandern nach vorne, sie sind nicht abgelegt. Die Finger aufgespreizt. Die Stirn strebt Richtung Boden. Leg sie gern für einen Moment ab. Wander mit den Fingerspitzen noch einmal so, dass du, als würdest du die Matte nach vorne schieben und schieb dein Gesäß auf die Fersen. Du atmest dann ein und ausatmen, wander mit gestreckten Armen so weit zur rechten Seite, wie sich die Dehnung in der linken Flanke gut anfühlt. An der Stelle, wo du das Gefühl hast, es reicht, bleibe und verweile einen Moment. Atme ein und ausatmen, wanderst du zurück über die Mitte, direkt zur linken Seite. Auch hier nur so weit, wie sich die Dehnung in der rechten Flanke gut anfühlt. Verweile an der Stelle. Atme ein und aus, atmen, wander zurück zur Mitte. Streck die Arme, öffne die Finger wie Sonnenstrahlen. Mit der nächsten Einatmung hebst du dein Gesäß an. Du stellst die Zehen hüftbreit auf, schau unter dir durch, schau zu deinen Zehen, dass sie hüftbreit stehen. Und dann schieb dein Gesäß nach oben. In den ersten nach unten schauenden Hund, Adho Mukha Svanasana. Du kannst gern die Knie noch gebeugt lassen und in eine leichte, sanfte Radlerbewegung kommen. Mit der nächsten Einatmung, komm auf die Zehenspitzen, schieb dein Gesäß nach oben, die Arme sind gestreckt, die Finger aufgespreizt, der Kopf hängt ganz locker.
Ausatmen, streben die Fersen Richtung Matte. Atme dann ein, heb dein rechtes Bein nach oben und ausatmen, bring nach vorne zwischen die Hände. Atme ein, hol dein linkes Bein und ausatmen, komm in Uttanasana, die erste Vorbeuge, gern mit eingebeugten Knien. Die Hände dürfen in die Ellenbeugen, der Kopf hängt ganz locker. Wenn es dir gut geht und du schon warm bist, streck die Beinrückseiten, ansonsten lass sie gebeugt. Mach die Beine dann ganz aktiv, bring die Hände in die Hüften und einatmen, komm zügig nach oben. Wir gehen in die Sonnengrüße. Du kommst an den Anfang deiner Matte. Wenn du Stress im unteren Rücken hast, schwanger bist oder deine Tage hast, steh hüftbreit. Ansonsten schließ die Beine. Die Beine sind ganz aktiv, dein Fußgewölbe geht nach oben, indem du die Kniescheiben nach oben ziehst. Die Oberschenkel sind angespannt, dein Schambein geht zum Bauchnabel, dein Brustbein ist angehoben. Der Nacken lang, der Blick gerade. Du rollst die Schultern nach hinten, streckst die Arme, streckst dich bis in die Fingerspitzen. Einatmend, gehen die Arme über Kopf. Ausatmend, komm tief. Einatmend, rechtes Bein zurück, vordere eingebeugt, das hintere Bein ist gestreckt, der Blick nach vorne, dein Brustbein ist angehoben. Atme ein, ausatmen, pull das linke Bein mit nach hinten. Komm in Adho Mukha Svanasana, den nach unten schauen den Mund. Fließ ein, atme nach vorne in das stabile Brett, die Fersen streben nach hinten. Du atmest ein und ausatmen, kommst du entweder über Knie, Brust, Stirn oder über Chaturanga zum Boden. Schambein geht zum Bauchnabel, Schienbein, Fußrücken sind verwurzelt. Die Ellenbogen nah am Körper, die Handflächen auf Brusthöhe. Einatmen, komm aus der Kraft des unteren Rückens nach oben in Bhujangasana. Ausatmen, komm tief, drück dich einatmen über die Knie und aus in den nach unten schauenden Hund. Heb einatmen dein rechtes Bein, bringst ausatmen zwischen die Hände, der Blick nach vorne. Einatmen, links dazu, ausatmen, komm tief. Einatmen, die Arme über Kopf, ausatmen, fass Herz, linke Seite. Einatmen, komm in Uttanasana, ausatmen, komm tief in Uttanasana. Einatmen, links zurück, der Blick nach vorne, das hintere Bein gestreckt. Ausatmen, rechts dazu, Adho Mukha Svanasana. Einatmen, fließ nach vorne, schieb die Ferse nach hinten. Ausatmen, komm in deiner Möglichkeit zum Boden. Verwurzel dich gut und komm einatmen in die Cobra. Ausatmen, komm tief. Drück dich einatmen über die Knie und aus in den nach unten schauenden Hund. Heb einatmen dein linkes Bein, bringst ausatmen zwischen die Hände, einatmen rechts dazu, ausatmen, komm tief, einatmen, die Arme über Kopf, aus, fass Herz, einatmen, Uttanasana, ausatmen, Uttanasana, einatmen, rechts zurück, leg dein Knie, Schienbein, Fußrücken ab, einatmen, bringst du die Arme über Kopf, du kannst gern hier bleiben. Wenn du weitergehen willst, stell dein rechtes Bein auf, drück dich nach oben in den Krieger 1. Wer mag, geht hier noch in eine sanfte Rückbeuge. Atme ein, ausatmen, bring die Hände zu Boden. Das linke Bein geht nach hinten, in den nach unten schauenden Hund. Du fließt einatmend nach vorne, ausatmend, kommst du tief. Einatmend, komm in die Cobra. Ausatmend, komm tief. Drück dich einatmen über die Knie und aus, Hände nach unten schauen den Hund. Heb einatmen dein rechtes Bein, bringst ausatmen zwischen die Hände. Einatmen links dazu, ausatmen, komm tief. Einatmen, die Arme über Kopf, ausatmen, fass Herz. Linke Seite, einatmen, Uttanasana, ausatmen, Uttanasana. Einatmen links zurück, Knie, Schienbein, Fußrücken ablegen. Einatmen, kommst du nach oben. Entweder bleibst du hier oder du stellst dein linkes Bein auf, drückst dich nach oben in den Krieger 1, gern auch in die sanfte Rückbeuge. Atme ein, ausatmen, die Hände zum Boden, das rechte Bein nach hinten, dann nach unten schauen den Hund. Einatmen, fließ nach vorne, ausatmen, komm tief, komm einatmen in die Cobra, ausatmen tief, einatmen über die Knie, aus, dann nach unten schauen den Hund. Heb einatmen, dein linkes Bein, bringst ausatmen, nach vorne, einatmen, rechts dazu, ausatmen, ganz tief, einatmen, die Arme im Kopf, ausatmen, fass Herz,
Eine schnelle Runde machen wir noch. Einatmen, Uttanasana, aus, Uttanasana. Ein, rechts zurück, aus, links dazu. Ein, fließt nach vorne, aus, komm nach unten. Ein, in die Cobra, aus, zum Boden. Ein, über die Knie, aus, in den Hund. Ein, rechts nach oben, aus, nach vorne. Ein, links dazu, aus, komm tief. Einatmen, die Arme über Kopf, aus, fast Herz. Ein, Uttanasana, aus, Uttanasana. Ein, links zurück, aus, rechts dazu. Ein, fließt nach vorne, aus, komm nach unten. Ein, in die Cobra, aus, komm zum Boden. Ein, über die Knie, aus, in den Hund. Ein, links nach oben, aus, links nach vorne. Ein, rechts dazu, aus, komm nach unten. Ein, Uttanasana, ausatmen. Namaskar. Bring die Hände vor dein Herz und schließ gern für einen Moment die Augen. Wenn du magst, senkst du die Arme ab und spürst den Sonnengruß einen Moment nach. Der Sonnengruß, der den ganzen Körper aktiviert, der es dir richtig warm werden lässt. Spür nach und schau, dass sich dein Herzschlag und die Atmung allmählich wieder verlangsamen. Und dann öffne die Augen. Gut, dann gehen wir in die Stehhaltung. Beginnend mit Tadasana, der Berghaltung. Die Grundhaltung aller Stehhaltungen. Auch hier stehst du wie am Anfang des Sonnengrußes. Wie angekündigt, entweder mit geschlossenen Beinen oder hüftbreit. Wir bauen Tadasana ganz aktiv auf. Eine tolle Asana, um sich hier Zeit zu erden, in die Mitte zu holen. Du machst die Beine ganz aktiv, dein Fußgewölbe geht nach oben, indem die Kniescheiben nach oben gehen, Oberschenkel anspannen, Schambein zum Bauchnabel, Brustbein anheben, roll die Schultern nach hinten, streck die Arme. Streck die bis in die Fingerspitzen, die Rippenbögen, zieh an den Körper, dein Nacken ist lang, dein Blick gerade. Und du atmest. Wenn du aktiv bleiben magst, dann lass die Beine aktiv, löst kurz die Arme. Wer kurz eine Pause über seine Beine braucht, lässt los und geht dann wieder in Tadasana Beine. Werde dann wieder aktiv, auch die Arme sind gestreckt und jetzt öffne. Öffne Tadasana, dreh die Handfläche nach vorne. Eine wunderschöne, auch wunderschöne Haltung. Auch nochmal gut zu stehen, gut geerdet zu sein. Atme ein und ausatmen. Löse es ganz auf. Schüttel die Beine durch. Wir gehen jetzt noch in Uttanasana, die Vorbeuge, wie gerade auch beim Sonnengruß. Auch hier stellst du dich aktiv in Tadasana. Bringst einatmen, die Arme über Kopf, ausatmen, die Schulter nach unten. Du atmest ein und kommst ausatmen mit geradem Rücken, so weit nach unten, wie es dein gerader Rücken zulässt. An der Stelle, wo es nicht mehr weitergeht, lass die Arme sinken und senk auch den Kopf. Lass los. Dein Becken steht über dem Sprunggelenk. Bei der nächsten Einatmung komm in Adha Uttanasana, die halbe Vorbeuge. Die Hände gehen an Oberschenkel oder Schienbein. Dein Rücken ist konkav, das heißt in der natürlichen Wölbung deiner Wirbelsäule. Der Blick geht vor dich auf die Matte. Atme nochmal ganz bewusst ein und ausatmen. Lass nochmal los, komm tief. Mach dann die Beine aktiv. Komm mit Schwung einatmen, nach oben. Und ausatmen, senk die Arme und löst die Beine. Gut. Dann kommen wir an den Anfang deiner Matte. Wir gehen in Uttita Trikonasana, das gestreckte Dreieck. Auch hier stehst du wieder, in Tadasana, ganz aktiv. Du atmest ein und bringst ausatmen, dein rechtes Bein weit nach hinten. Die linke Fußspitze nach vorne, die rechte eingedreht. Dein Becken parallel zum langen Mattenrand. Die Arme sind auf Schulterhöhe, Schultern weg von den Ohren. Du atmest ein und ausatmen, lass dich in der linken Hand nach vorne ziehen. Wenn es nicht mehr weitergeht, kipp nach unten. Geh mit der linken Hand an Oberschenkel oder Schienbein oder an die Innenseite deines linken Beines, der rechte Arm geht nach oben, beide
Arme sind in einer Linie. Der Blick entweder gerade oder wenn es deine Halswirbelsäule zulässt, dann schau nach oben. Dein rechtes Becken ist aufgedreht, dein linker Oberschenkel ausgedreht. Der rechte Fußaußenkante ist dein Anker. Setze Mula Bandha, das heißt, spann den Beckenboden an, um gut zu stehen. Einatmen, komm im Oberkörper nach oben. Ausatmen, senk die Arme ab, beug dich leicht ins linke Knie und das rechte Bein nach vorne und schüttel aus. Gut, zweite Seite, steh wieder in Tadasana. Atme ein, bring ausatmen, dein linkes Bein nach hinten, rechte Fußspitze nach vorne, links eingedreht, Becken parallel zum langen Mattenrand, die Arme auf Schulterhöhe. Du atmest ein und ausatmen, lass dich rechts nach vorne ziehen, wenn es nicht mehr weitergeht. Dann kipp nach unten. Rechte Oberschenkel ausgedreht, linkes Becken aufgedreht. Beide Arme in einer Linie, der Kopf entweder gerade oder nach oben. Einatmen, komm nach oben. Ausatmen, senk die Arme, beug dich ins rechte Knie, hol das linke Bein nach vorne und schüttel die Beine durch. Immer. Dann gehen wir weiter in Virabhadrasana 2, dem Krieger 2. Du stehst wieder, bewusst in Tadasana. Atmest ein und ausatmend. Geht dein rechtes Bein wieder weit nach hinten. Linke Fußspitze nach vorne, rechte eingedreht. Becken parallel zum langen Mattenrand, Arme auf Schulterhöhe, Schulter weg von den Ohren. Atme ein und ausatmend, beug dich ins linke Knie. Schau, dass dein Knie nur bis zum Sprunggelenk geht, nicht übers Sprunggelenk. Dein hinteres Bein ist gestreckt, die hintere Fußaußenkante dein Anker. Die Arme sind auf Schulterhöhe, der Blick geht über die vordere Hand. Schau jetzt einmal nach hinten, ob der rechte Arm ungefähr in gleicher Höhe ist. Und dann schau über deine Fingerspitzen und verfolg dein Ziel, wenn du tiefer gehen willst. Beug dich tiefer, acht auf dein Knie, gegebenenfalls vergrößere den Schritt nach hinten. Atme ein und ausatmen, drehe einmal die Handflächen nach oben und spür dabei, wie sich die Armmuskulatur anders anfühlt. Atme ein, ausatmen, dreh zurück. Streck dein linkes Bein, senk die Arme ab, beug dich leicht ins linke Knie und das rechte Bein nach vorne und schüttel aus. Zweite Seite. Auch wieder hier, aus Tadasana stehen. Atmest du ein und kannst ausatmen, dein linkes Bein weit zurück. Rechte Fußspitze nach vorne, linke eingedreht, Becken parallel zum langen Mattenrand. Die Arme auf Schulterhöhe, der Blick über die rechte Hand. Du atmest ein und kommst ausatmend, gebeugt ins rechte Knie. Auch hier kontrolliere dein Knie wieder, sonst mach den Schritt größer. Die Arme auf Schulterhöhe, Blick nach hinten. Schau, dein geht zum Bauchnabel, dass dein unterer Rücken geschützt ist. Brustbein ist angehoben. Rechter Oberschenkel ausgedreht, linke Hüfte aufgedreht. Du kannst noch ein bisschen tiefer gehen, aber achte auf dein Knie. Größere sonst den Schritt. Atme ein und ausatmen, dreh die Handflächen nach oben, der Blick über die Fingerspitzen. Atme ein, ausatmen, dreh die Hände zurück, senk die Arme ab, beug dich leicht ins rechte Knie und das linke Bein nach vorne und schüttel durch. Gut, eine Stehhaltung haben wir noch. Du stehst wieder vorne, ganz bewusst in Tadasana. Atmest ein, bringst ausatmen, dein rechtes Bein nach hinten, rechts nach vorne, links nach vorne ausgerichtet, rechts eingedreht, Becken parallel, Arme auf Schulterhöhe. Und Uttita Parshvakonasana. Atme ein, komm ausatmen, in den Krieger 2. Mit der nächsten Einatmung beug den linken Arm an, leg ihn auf dem linken Knie, aber ohne Gewicht ab. Bring die rechte an, dann die rechte Schulter, öffne dich erstmal hier im Brustbereich. Du bist jetzt eine Linie, von der Schulter bis zur Fußaußenkante. Und dann mit der nächsten Einatmung, bring den Arm gestreckt über Kopf, Becken rechts ist aufgedreht, der Blick gerade. Oder wenn es dir ganz gut geht, dann dreh den Kopf und schau unter der Achselhöhle durch oder zu deiner oberen Hand. Setz auch hier Mula Bandha. Steh ganz aktiv aus der Mitte. Atme. Einatmen, komm den Oberkörper nach oben, senk die Arme ab. Streck für einen Moment das linke Bein, beugst dann leicht an, rechts nach vorne und schüttel durch. Gut,
Zweite Seite. Kamasthanasana. Ganz aktiv. Atme ein. Ausatmen. Geht das linke Bein zurück. Rechts nach vorne ausgedreht. Links eingedreht. Becken zum langen Mattenrand. Arme auf Schulterhöhe. Atme ein. Komm ausatmen. In den Krieger 2. Atme dann ein. Beug den rechten Arm an. Leg ihn ohne Gewicht am linken Knie, am rechten Knie auf. Bring die linke Hand an die linke Schulter. Öffne dich hier. Und dann atmest du aus, streckst den linken Arm, der Blick gerade unter der Achselhöhle durch oder nach oben. Schau, was dir jetzt gerade gut tut. Steh ganz aktiv, Schambein zum Bauchnabel. Atme. Einatmen, komm im Oberkörper nach oben, ausatmen, senk die Arme ab, streck für einen Moment das rechte Knie, beugst leicht ein und links nach vorne und schüttel die Beine durch. Gut, eine allerletzte Stehhaltung haben wir noch. Wir gehen in die weite Grätsche. Und es gibt jetzt drei Möglichkeiten der Handhaltung. Du schaust, was dir jetzt gut tut. Entweder bringst du die Hände nur in die Hüfte oder du greifst die Arme hinter deinem Rücken oder du gehst in Namaskar hinter deinem Rücken. Entscheide selbst. Du weißt selbst, was für dich gut ist. Öffne die Beine, so weit, wie es dir gut tut. Die weite Grätsche darf so weit geöffnet sein, wie es einem gut tut und wie man auch bewusst steht. Auf der inneren, der äußeren Ferse, der Fußaußenkante, die parallel zum kurzen Mattenrand ist. Die Beine sind gestreckt und jetzt entscheide, welche Handhaltung du wählst. Geh in die Handhaltung. Gib dein Schambein zum Bauchnabel, heb dein Brustbein an, nimm die Schulter nach unten, dein Nacken ist lang, der Blick gerade. Atme jetzt ein und ausatmen. Komm mit geraden Rücken so weit nach vorne, wie es dir gut tut. Wenn hier Stopp ist, dann bleibe und senk leicht den Kopf. Ansonsten geh so weit nach unten, wie es dir gut geht und wie es dir gut tut. Vergiss nicht zu atmen. Fordere dich, aber überfordere dich nicht. Denk daran, die Vorbeugen sind zum Loslassen da. Mach dann die Beine ganz aktiv und einatmen, komm zügig nach oben. Löse die Handhaltung achtsam, schließe die Beine, Fersen ziehen und schüttel dann die Beine durch. Super, dann gehen wir Richtung Boden. Wir gehen erstmal in den nach unten schauenden Hund. Entweder gehst du selber in den nach unten schauenden Hund in deiner Variation oder mit mir über den kleinen Hund. Wie am Anfang, zu Beginn vom Sonnengruß. Die Beine, die Knie mattenbreit geöffnet. Die Großzehen treffen sich, das Gesäß geht Richtung Fersen. Die Arme gehen nach vorne. So hast du den optimalen Abstand für den richtigen nach unten schauenden Hund. Die Finger aufgespreizt. Einatmen, geht das Gesäß nach oben. Die Zehen hüftbreit aufgestellt. Schieb dein Gesäß nach oben und komm so in den nach unten schauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung hebst du dein rechtes Bein an. Ausatmen, bringst unterm Körper durch. Dein rechtes Knie wandert jetzt zum rechten Ellenbogen. Schieb dich nach vorne und setz dein Schienbein ab. Und jetzt schiebst du dein linkes Bein nach hinten. Wir gehen in die Taube. Schieb so weit nach hinten, dass du das Bein ablegen kannst. Knie ist abgelegt, Schienbein und Fußrücken. Wir gehen halt nicht in die abgelegte Taube, wir gehen in die aufgerichtete Taube. Dein Schambein geht zum Bauchnabel, dein Brustbein ist angehoben, dein Nacken lang. Die Finger entweder auf den ganzen Handflächen oder auf den Fingerspitzen, wie es dir gut tut. Vergiss nicht zu atmen. Wenn dir die Haltung nicht gut tut, dann geh einfach zurück in den nach unten schauenden Hund. Achte auf dein Knie und auf dein Becken. Wenn du einen Block hast und das Gefühl hast, du magst den Block unter dem rechten Gesäßhälfte haben, dann schiebst runter. Du atmest ein, setzt aus, atmet die Handflächen auf. Das linke Bein auf den Zehen aufsetzen. Erstmal strecken. Dann hol dein angewinkeltes Bein durch. Streck es für einen Moment aus. Und komm für einen Moment in den nach unten schauenden Hund. Atme einmal ganz bewusst ein und aus. Dann hebst du ein, atme dein linkes Bein. Rechts ausatmend, angewinkelt nach vorne, das linke Knie wandert zum linken Ellenbogen, Schienbein, Fußrücken ablegen. Schiebe jetzt dein rechtes Bein nach hinten, so weit, dass du Knie, Schienbein, Fußrücken ablegen kannst. Richte dich auf, gegebenenfalls schieb etwas unter deine linke Gesäßhälfte.
Brustbein ist angehoben, Schambein zum Bauchnabel, damit dein unterer Rücken keinen Stress hat, der Nacken lang, der Blick gerade. Atme. Leg die Handflächen ab, stell die rechte Zehenspitzen auf, streck dein rechtes Bein, das linke unten raus, streckst du einen Moment durch und komm, in den nach unten schauenden Mund. Atme tief ein und aus. Bring deine Knie auf die Matte, die Schienbeine, die Fußrücken ebenfalls. Dein Gesäß geht Richtung Fersen, du richtest dich für einen Moment ab. Wir gehen jetzt noch in eine Variation der Taube, die zufriedene Taube. Die zufriedene Taube wird aus dem Fersensitz geübt. Du gehst mit dem Oberkörper nach vorne, dann aus dem Fersensitz in den Vierfüßlerstand. Du schiebst jetzt dein rechtes Bein nach hinten. Das linke Gesäß geht auf die linke Ferse. Der linke Arm ist nicht gerade unter der Schulter, sondern etwas weiter nach vorne gesetzt. Der rechte Arm dreht sich, wenn es dir möglich ist. Legst du jetzt die Handfläche mit dem gedrehten Arm auf der Matte ab, aber nicht auf der Höhe des linken Arms, sondern ungefähr auf der Höhe von dem linken Knie. Auch hier Schambein zum Bauchnabel. Brustbein ist angehoben. Der Nacken lang, der Atem fließt. Atme ein, löse aus, atme den rechten Arm, dreh achtsam den Arm zurück. Heb dein Gesäß, das linke Gesäßhälfte etwas an und hol achtsam dein gestrecktes rechtes Bein, setz dich für einen Moment auf den Fersensitz. Atme dann ein, ausatmen, komm nach vorne, schieb dein linkes Bein gerade nach hinten. Rechte Gesäßhälfte geht auf die rechte Ferse. Rechte Arm ist vor dir, weiter wie die Schulter nach vorne abgesetzt. Der linke Arm dreht sich, wenn es dir möglich ist. Die Handfläche zeigt nach vorne und die Hand ist ungefähr auf Kniehöhe oder ein bisschen weiter davor. Schambein zum Bauchnabel, Brustbein angehoben, der Nacken lang, der Blick gerade. Atme ein, ausatmen, achtsam. Die linke Hand lösen, nach vorne drehen. Linke Fuß aufstellen und nach vorne holen. Und dann schiebst du dich für einen Moment in Balasana, die Kindhaltung. Das Gesäß zu den Fersen, die Arme entweder locker nach vorne abgelegt, die Stirn ruht auf dem Boden, wenn es dir möglich ist. Oder du bringst die Arme links und rechts von deinem Körper und gönnst dir einen Moment der Entspannung. Nächsten Einatmung, gib sanft den Kopf und komm dann achtsam Wirbel für Wirbel nach oben. Setz dein Gesäß ab, streck die Beine nach vorne aus. Wir kommen in der Lasana, in den Langsitz. Gern wieder auf den Block setzen, die Matte falten oder ein Buch oder ein Kissen drunter. Dann Lasana, die Stockhaltung, die Grundhaltung aller Sitzhaltungen. Deine Beine sind gestreckt, die Zehen gehen Richtung Nasenspitze. Die Kniekehlen sind geöffnet, Schambein zum Bauchnabel, unterer Bauch ist gehoben. Brustbein ist angehoben. Einatmen, bring die Arme über Kopf, gestreckt die Schultern weg von den Ohren, die Handflächen zeigen zueinander. Du atmest ein und ausatmen, senk die Arme ab, schieb die Arme an dir vorbei, die Fingerspitzen sind hinter deinem Gesäß, richte dich auf. Sitz ganz bewusst in der Nasana, achte darauf, dass die Zehen nicht nach vorne abhauen. Wenn die Zehen zum Knie, zu der Nasenspitze gehen, ist dein Knie optimal geschützt. Atme ein und ausatmen. Löse es auf. Hol dir dein rechtes Bein ran. Lass das rechte Bein nach außen sinken. Die rechte Fußfläche geht in den linken Oberschenkel. Das linke Bein bleibt gestreckt. Du richtest dich auf. Wir gehen in Shanu Shasana. Die Vorbeuge im angewinkelten Sitz. Einatmen. Gehen die Arme nach oben. Schultern weg von den Ohren. Handflächen zeigen zueinander. Atme ein und ausatmen. Zieh dich mit geradem Rücken nach vorne. So weit, wie es dir möglich ist. Egal, ob hier Stopp ist oder hier.
Bleibe an der Stelle, in der du merkst, der Rücken ist nicht mehr gerade. Senk dann die Arme und den Kopf ab. Schau, wie weit es dir möglich ist, dich nach vorne zu beugen und genieße diese Vorbeuge. Schenk dir einatmen, etwas Raum. Komm, ausatmen, tief. Dann einatmen, erst den Kopf an und komm langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Hol dir achtsam ein angewinkeltes Bein, stell den Fuß kurz auf. Stell dann deinen rechten Fuß, dein rechtes Bein über links. Richte dich am angewinkelten Bein auf. Der linke Arm umschlingt jetzt das rechte Bein. Der rechte Arm geht nach oben. Du atmest ein und drehst dich ausatmend aus dem Brustbereich auf. Bringst den rechten Arm hinter dich, der Blick gerade oder über die rechte Schulter. Das linke Bein bleibt gestreckt, die linke Fußspitze zur Nase gerichtet. Die Wirbelsäule wird dabei mobilisiert, die Bauchorgane initiiert. Einatmen, löst die rechte Hand, bring sie nach oben, dreh dich achtsam nach vorne, senk den rechten Arm, hol dein angewinkeltes rechtes Bein, lass es ausgleiten, gern die Beine für einen Moment ausschütteln. Dann holst du dein linkes Bein ran, rechts bleibt gestreckt, die Zehen zur Nasenspitze. Lass das linke Knie nach außen sinken. Die linke Fußfläche drückt in den rechten gestreckten Oberschenkel. Einatmen, richte dich auf, bring die Arme nach oben, Schultern weg von den Ohren. Arme sind gestreckt, Handflächen zueinander. Atme ein und ausatmen, zieh dich nach vorne, soweit es dir möglich ist, mit geradem Rücken. Und an der Stelle, wo es nicht mehr weitergeht, senk die Arme, senk den Kopf und lass los. Vergiss nicht zu atmen, schwing dich ein, atme in den Raum und ausatmen, lass los. Mit der nächsten Einatmung hebst du den Kopf an, kommst langsam Wirbel für Wirbel nach oben. Holst dein angewinkeltes Bein, stellst den Fuß kurz ab. Der rechte Fuß geht über das linke Bein. Einatmen, richte dich auf. Nimm den rechten Arm und umwickelt das linke angewinkelte Bein. Der linke Arm geht nach oben, gestreckt. Atme ein, ausatmen, dreh dich aus dem Brustbereich auf. Senk den linken Arm ab, der Blick gerade oder über die linke Schulter. Bis deine Halswirbelsäule zulässt, sei achtsam. Atme ein, löst den linken Arm. Bring ihn gestreckt nach oben aus, atme, dreh dich achtsam zurück. Senk den linken Arm ab, hol dein angewinkeltes Bein, lass es ausgleiten. Schüttel die Beine noch einmal durch und dann zum Schluss in Paschimottanasana, die komplette Vorbeuge zu kommen. Auch hier sind die Beine wieder aktiv. Du kommst aus Dandasana. Einatmet. Die Arme über Kopf, Schulter weg von den Ohren, Handflächen zueinander. Atme ein, ausatmet. Lass dich jetzt komplett nach vorne ziehen. So weit es geht, mit geradem Rücken, wenn es nicht mehr weitergeht. Sink nach unten. Lass los. Paschimottanasana, die vollständige Vorbeuge. Denk daran, die Vorbeugen helfen beim Loslassen. Einatmen darfst du hier gern ein bisschen Raum dir schaffen, um ausatmen tief zu kommen. Du kannst gern ein bisschen arbeiten, aber zwing nicht, zerr nicht, zieh nicht, halt nicht fest. Lass die Arme und die Hände neben deinem Körper liegen. Einatmen, heb den Kopf und komm achtsam, Wirbel für Wirbel nach oben. Schüttel die Beine durch. Und dann mach dich fertig für Shavasana, die Endentspannung. Vielleicht magst du dir was für überziehen oder dich zudecken. Ja, halte dir die Wärme bei, die du dir jetzt bei den Asanas erarbeitet hast. Gönn dir etwas zum Überziehen oder Socken oder eine Decke. Und dann komm mit deinem Gesäß ungefähr in die Hälfte deiner Matte. Stell die Fersen auf,
Die Arme sind gestreckt, die Hände treffen sich, die Zeigefinger sind gestreckt, Mittelfingerringe und kleine Finger gekreuzt, die Daumen gekreuzt. Atme dann ein und aus und komm achtsam aus der Kraft deines Rückens zum Liegen. Wenn du merkst, der untere Rücken zwickt, dann stellst du die Beine breit auf, lässt die Knie zueinander sinken oder legst dir etwas unter die Kniekehlen. Wenn es dir gut geht, dann öffne die Beine breit, lass die Füße nach außen sinken. Die Arme sind abgespreizt von deinem Körper. Die Handflächen zeigen nach oben. Wenn du magst, dreh den Kopf noch einmal. Von rechts nach links und bring dein Kinn leicht zur Brust. Schau, dass dich nichts mehr stört. Kein Haargummi, keine Falte. Korrigier sonst. Und dann lass deine Füße los. Lass deine Beine los. Lass dein Becken tief in die Unterlage sinken. Lass deine Schultern los. Deine Arme. Deine Hände und deine Finger. Lass den Hinterkopf tief in die Unterlage sinken. Löse deinen Unterkiefer von deinem Oberkiefer. Und die Zunge vom Gaumen. Lass deine Ohren los. Lass deine Augen tief in die Augenhöhlen sinken. Lass die Haut deiner Stirn los. Lass deine Kopfhaut los. Erlaube dir jetzt, dich vollständig zu entspannen und loszulassen. Nichts anderes gibt es jetzt für dich zu tun. Vertiefst du allmählich deine Atmung wieder und beginnst deinen Körper mit kleinen Bewegungen auf Bewegung einzustellen. Beginne mit den Fingern und den Zehen und lass die Bewegung immer größer werden. Regel und streck dich. Bring gern die Arme über Kopf, wenn ein Gähnen kommt. Unterdrück es nicht, lass es zu. Schau, welche Bewegung dein Körper jetzt noch gerne von dir möchte und gib sie ihm. Und wenn du dann magst, dann dreh dich noch für einen Moment auf die Seite, auf die du dich jetzt drehen magst. Und dann kommst du ganz langsam gestützt über die Seite nach oben in einen Sitz, der für dich jetzt angenehm ist. Lass gern die Augen noch geschlossen. Richte dich ein, richte deine Wirbelsäule auf. Einatmend, mach die Wirbelsäule ganz lang aus, atmet, nimm die Schultern mit nach unten, sink ganz tief. Atme nochmal ein, mach dich ganz lang, ausatmen, sink tief. Mit der nächsten Einatmung bringst du die Arme gestreckt über Kopf, die Handflächen treffen sich, die Daumen treffen sich. Und ausatmen, bring die Hände so in Anjali Mudra vor dein Herz, leg die Daumen am Brustbein ab. Einatmen, schieb die Haut am Brustbein nach oben. Ausatmen, senk leicht den Kopf. Spür einen Moment in dich hinein, wie du dich jetzt fühlst.
Vielleicht spürst du einen Unterschied. Und zu Beginn der Stunde. Nimm es wahr, aber urteile auch jetzt nicht über dieses Gefühl. Bedank dich ganz herzlich bei dir für deine Yoga-Praxis und schenk du dir ein inneres oder auch ein äußeres Lächeln. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Mitüben und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Namaste.